XE steht bei Caterpillar für innovative Lösungen zur Effizienzsteigerung bei Baumaschinen. Ob Getriebe beim Radlader oder Hybridtechnik beim Bagger. Zeppelin Baumaschinen erläutert in seinem Vortrag die Details hinter der Technologie. Was heißt XE? XE heißt bei Caterpillar für Extreme Efficient. Es ist dafür da, um dem Kunden die wirtschaftlichste Maschine auf dem Markt zu bieten, mit einer höchsten Effizienz, einer höchsten Produktivität und einer sehr hohen Zuverlässigkeit. Wo können jetzt wir als Hersteller, als Baumaschinenlieferant Ihnen als Kunden helfen? Ich habe das hier mal aufgegriffen als Beispiel an einem Kieswerk. Die Herstellungskosten, wir haben zum einen die Anlagekosten an sich, die Gewinnungskosten aufgesplittet, Mitarbeiter und Maschinen und dann natürlich auch noch die Vertriebskosten, Marketing, auch hier braucht man Mitarbeiter. Natürlich wollen Sie als Kunde auch was verdienen. Das alles zusammen ergibt den Verkaufspreis. Aber wo können jetzt wir als Zeppelin und Caterpillar Ihnen da helfen, Kosten zu sparen? Das ist natürlich hier in dem Fall bei den Gewinnungskosten und speziell bei den Maschinen. Wenn man sich heute die Kosten anschaut, die eine Maschine in ihrem Lebenszeit verursacht, kann man davon ausgehen, dass mittlerweile 50% der Kosten auf den Kraftstoff fallen. Und das ist genau die Schraube, an der Caterpillar dreht, um Ihnen als Kunden eine wirtschaftliche Maschine zu bieten. Mittlerweile haben wir die Vision Link Geschichte, wir haben mittlerweile 641 Maschinen, die wir abgreifen können, die uns die Daten senden. Und Sie sehen jetzt hier den Unterschied im Verbrauch vom Standardgerät zum XE-Gerät. Also die Daten basieren auf über 600 Geräte. Ganz links sehen Sie den 966K, das war das erste Modell, das 2012/13 vorgestellt wurde. Da hatten wir einen Kraftstoffverbrauch beim Standardgerät von ungefähr 16,8 Liter. Die XE lag bei 13,8. Wir haben dann praktisch eine Ersparnis von ungefähr 3 Litern gehabt. Dann kam das Nachfolgemodell und Sie sehen, obwohl wir zur nächsten Emissionsrichtlinie gegangen sind, zur EU-Stufe 4, haben wir es geschafft, den Verbrauch nochmal runterzubekommen. Wir sind bei einem 24-Tonnen-Lader bei einem Durchschnittsverbrauch von 12,5 Liter pro Stunde mit dem XE-Getriebe. Nächster Vorteil, Zuverlässigkeit. Man denkt ja, wenn jemand neu mit so einem Getriebe auf den Markt kommt, ist es anfällig, ist es ausgereift und ich kann Ihnen sagen, es ist ausgereift. Wir in Deutschland haben mittlerweile über 300 Maschinen, weltweit laufen über 700 Maschinen, in Deutschland haben wir über 400.000 Betriebsstunden, weltweit sind es mittlerweile 1,3 Millionen Betriebsstunden, welche unsere XE-Geräte weltweit bereits akkumuliert haben. Also das ist ein Wert, der wirklich beachtlich ist und es gibt absolut keine Probleme. Was auch ganz wichtig ist zu wissen, es ist eine komplette Caterpillar-Eigenentwicklung, entwickelt im Caterpillar-Haus selber, komplette Integrierung, das Getriebe ist mit Sicherheit das eine, aber die komplette Abstimmung auf die Hydraulik, auf den Antrieb, also auf die komplette Integrierung ist natürlich eine Möglichkeit, die nur Caterpillar hier besitzt, nachdem alles im eigenen Haus entwickelt wurde. So, wann brauche ich jetzt eine XE? Ich habe gerade gesagt, der Komfort ist natürlich immer vorhanden. Man kann es unterteilen in verschiedene Einsatzbereiche. Wir sagen leichter, mittlerer bis schwerer Einsatz. Wenn man sich rechnet im mittleren Einsatz, ist die Empfehlung ab 1800 Betriebsstunden ungefähr auch sich mit der XE-Technologie vertraut zu machen. Die XE ist eine Version, speziell im Bereich, wenn ich sehr viele Stunden fahre, eine hohe Produktivität habe, meine Bedürfnisse damit zu erfüllen. Auch unser Standardgerät mit einem sehr guten Verbrauch ist natürlich nach wie vor rentabel auf dem Markt und vor allem auch die ideale Lösung bei niedrigeren Betriebsstunden pro Jahr. Betriebsstunden, viele fahren ja nicht nur 1800, 2000, es gibt viele Einsatzbereiche, in denen im Jahr bis zu 5.000, 6.000 Betriebsstunden gefahren werden. Der erste, den sehen Sie ganz oben auf dem Bild rechts, und zwar ist es in der Holzindustrie oder im Holzumschlag. Auch hier ist natürlich die XE der absolute, würde ich sagen, Garant, um Kraftstoff und Kosten zu sparen. Hier haben wir eine Maschine, die mit einer 972MXE, die im Einsatz war, mit einer Hochkippschaufel. Auch hier lag der Verbrauch bei den bereits erwähnten 13 bis 14 Litern. Also diese Werte sind wirklich plausibel. Als Ergebnis für Sie sind ganz klar gesenkte Betriebskosten. Somit wäre ich jetzt hier am Ende meines Vortrags. Ich würde mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.